Ja, wir haben in den letzten Monaten Gott sei Dank eine sehr gute Lösung gefunden, das Helga Treichel Hospiz, das dann in Zukunft anders heißen wird, weiterzuführen. Es sind mehrere Partner, die dafür gesorgt haben, dass eben dieser positive Abschluss zustande gekommen ist. Die Barmherzigen Brüder werden den Betrieb übernehmen, werden also die Betreuung übernehmen. Das Land Salzburg wird weiterhin über krankenhausentlastenden Maßnahmen, über den Sages die versprochenen 306.000 Euro beisteuern. Dann kommen Spendengelder in einer sehr beträchtlichen Höhe. Ja, und das Rote Kreuz vermietet sozusagen das Haus an die Barmherzigen Brüder zum symbolischen Euro und trägt auch einen Teil der Betriebskosten und der Erhaltung. Und das alles zusammen hat Gott sei Dank zu diesem positiven Ende geführt und wir können das Treichel Hospiz weiterführen. Mir war sehr wichtig, dass das Hospiz in dieser Qualität, wie es bisher geführt wurde vom Roten Kreuz, auch in Zukunft weitergeführt wird. Das ist jetzt garantiert, also es gibt keine Einschränkungen, was das Personal anbelangt. Das bisherige Personal wird übernommen und daher bin ich sehr zuversichtlich, dass die tolle Qualität der Arbeit hier, auch mit vielen Ehrenamtlichen, mit 15 Ehrenamtlichen arbeiten ja tagtäglich mit im Treichel-Hospiz, dass das in dieser Qualität weitergeführt wird.